Heute haben wir die Review von der Element LLM01. Das ist eine Lichtlasereinheit, die vom Bundeswehr und vom Bundesheer benutzt wird. Und zwar auf der G36 und auf der Steyr-Aug, aber auch auf der MP7 und MP9 und einigen anderen Waffen. Also wir haben hier Angaben zum Modell. Hier haben wir mal, dass es mit einer Q5 Cree-LED betrieben wird. Einen IR-Marke hat, das steht für Infrarot Laser. Ein IR Illuminator, das ist eine Infrarot LED. Und ein Vis Laser Perimeter, das ist halt ein sichtbarer Laser. Das Ganze wird mit zwei, da steht RCR123 betrieben. Das sind aber ABCS123 Batterien, die man auch in vielen anderen Militärtaschenlampen und Lichtlasereinheiten verwendet. Machen wir das Ganze mal auf. Also, das erste, was hier rauskommt, ist die Bedienungsanleitung. Hier wird alles beschrieben, wo was ist und wie es funktioniert. Und drinnen ist dann noch hier dieses Sticker-Set, die man eben auf die Lichtlasereinheit oder auf das LLM01 bekleben kann. Dann haben wir hier noch diese Klett M3 Fläche, die man eben hier an die Fernbedienung kleben kann. Die Fernbedienung hat übrigens keinen Cinch-Anschluss, sondern eine Schraube. Und hier kommen wir dann schon an das LLM01. Wir haben hier LLM01 Markierungen, die in das Plastik hinein, also nicht hinein, sondern die stehen aus dem Plastik hinaus. Hier hinten haben wir diese Kappe, wenn wir diese abnehmen, dann haben wir hier den Anschluss für die Fernbedienung. Ja, die Unschärfe. Ja, egal. Gehen wir jetzt mal weiter. Ja, hier haben wir den Schalter für die Funktionen. Hier in der Mitte ist er ausgeschalten. Jetzt kann ich die Knöpfe drücken und es passiert nichts. Wenn man ihn auf Vis stellt, dann ist das für Visual. Wenn ich jetzt hier hinten... Übrigens, es gibt drei Schalter. Es gibt hier auf den Seiten zwei. Diese haben eigentlich alle dieselbe Funktion. Und dann hier den großen in der hinten. Der hintere ist immer die Lampe. Die Seiteren sind immer die Sonderfunktionen, wie eben der Infrarotlaser oder der Laser oder die Infrarotlampe, wenn ich mich jetzt nicht mehr ganz irre. Also wir haben ihn jetzt auf Vis gestellt. Und wenn ich jetzt eben den mittleren Schalter drücke, dann geht eben das Licht an. Und wenn ich jetzt den seitlichen drücke, dann geht das dann geht hier der Laser an. Wenn ich jetzt den anderen seitlichen Knopf drücke, geht wieder der Laser an. Wenn ich ihn jetzt auf die zweite Stelle vom Vis stelle und drücke, dann geht Licht auf der Seite an und dann geht nur der Laser an. Dann geht auf allen drei Lampen nur der Laser an. Wenn ich ihn jetzt auf IA stelle und den Knopf drücke, dann öffnet sich, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, doch, hier sieht man es. Das ist jetzt das Infrarot-LED, das jetzt gerade leuchtet. Ja, wenn man es richtig in die Kamera haltet, dann sieht man, dass es leuchtet. Und wenn ich ihn jetzt auf die zweite Infrarot-Stelle schalte, dann leuchtet der Infrarot-Laser. Da, hier sieht man ihn, das ist der Infrarot-Laser eben. Also das Ganze funktioniert. Und wenn ich jetzt aber auf Infrarot wieder den unteren Schalter drücke, dann geht wieder das Licht an. Wenn ich ihn jetzt auf die wieder auf die erste Stufe vom Infrarot stelle und wieder den unteren Schalter drücke, dann geht wieder das Licht an. Also das hintere Licht ist nur die Lampe, die seitlichen sind für die Sonderfunktion.
Ja, genau. Also der Laser ist relativ stark, sogar recht überraschend. Die Q5-LED ist wirklich außergewöhnlich gut. Ein schöner Lichtstrahl, stark und weitreichend und auch sehr gebündelt. Da hat einfach der innere LED eben durch das Gehäuse eben nach vorne gestrahlt wird, gezielt. Das Ganze kommt in zwei Farben, in Tarn, in Schwarz und im Paket sind eben immer diese Fernbedienungen mit dabei. Ich habe vor, das Ganze auf meine G36 zu montieren. Noch eine kleine Sache, bevor wir abschließen. Hier unten ist diese Schraube. Hier kommt die Batterien rein. Um das zu öffnen, muss man eben die Schraube lösen. Dann haben wir hier eben die CR123 Batterien, zwei Stück. Und dann einfach wieder das Ganze schließen und verschrauben. Die Batterien sind in der Lieferung nicht enthalten. Die muss man natürlich extra kaufen. Das ist auch eigentlich der einzige Minuspunkt an der ganzen LLM-Sache. Und zwar durch die mittlere Schraube hier wird das Ganze nach außen gebogen, weil der Druck eben in der Mitte ist und das flext eben das Ganze hier nach außen. Das ist ein bisschen ein unschöner Punkt, aber im Großen und Ganzen eigentlich wirklich eine großartige Lichtlasereinheit, die großartig eben, wie schon gesagt, auf G36 Steyr-Aug, aber auch eben auf der MP7 aussieht. Also ich habe hier jetzt mein LLM auf meiner WEG39 montiert. Das Ganze ist hier unten mit dem Switch. Also der Switch geht hier da unten so herum durch das Riss in den Vertical Grip, also in diesen Griff hier, Frontgriff hier. Und das Ganze ist dann noch mit meinem ACOG hier ausgestattet. Das Ganze funktioniert sehr gut und ist sehr schön ausbalanciert. Eine Sache ist mir noch aufgefallen am LLM. Und zwar, ich hatte jetzt die zwei Batterien 2 Tage lang im LLM drin und in diesen 2 Tagen wurde die Spannung in der Batterien komplett leer gesaugt. Es ist das zweite Mal, dass mir das jetzt mit dem Element-Produkt passiert. Das andere war eine Helmlampe. Das ist jetzt ein bisschen sehr enttäuschend, aber jetzt auch kein allzu großes Problem. In der Zukunft halt nur noch die Batterien reintun, wenn man sie wirklich benutzt oder vor dem Spiel halt eben. Aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Ganzen und ein Must-Have für alle G36-Besitzer, meiner Meinung nach.